Na ihr? Wie geht es euch? Schön, dass ihr da seid. Hier bin ich auch wieder. Ich grüße euch, meine obligatorische Begrüßung. Ja, ich hoffe, es geht gut. Heute ein geplanter Stream. Gestern war ein bisschen probieren. Da ist nichts eingeblendet. Das heißt, man dachte, dass ich da. Ich kann nochmal spielen. Es geht heute weiter mit Green Hell. Und zwar habe ich Lambda 2 gefunden. Bin auch dahin gekommen. Und jo, schauen wir uns erstmal an, was genau da vor sich geht. Ich hoffe, es ist so in Ordnung. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Jo, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Mein obligatorischer Tee, wie immer. Ja, was gibt es Neues zu berichten? Nächste Woche, wie gesagt, letzten Stream habe ich schon erwähnt, ist wieder Schule für meine Tochter. Wird auch wieder eine Umstellung werden, da wieder früh aufzustehen. Jetzt habe ich die ganze Woche, wo sie jetzt nicht da gewesen ist, weil wir haben ja einen Tag länger ausgehandelt, dass ich ja auch mit ihr in Urlaub fahren kann. Da habe ich teilweise ziemlich lang geschlafen und da habe ich mir mal gegönnt. Ich habe es wirklich mir mal gegönnt, mal ordentlich auszuschlafen. Ja, warum eigentlich auch nicht? Man muss nicht immer, wenn man frei hat, früh aufstehen. Ich habe eh nichts gemacht die Woche, also gibt es halt dementsprechend noch nichts zu berichten. Ja, ist halt so, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Gut. Erzählt mal was, was habt ihr heute so am Wochenende gemacht noch? So. Was habe ich überhaupt alles dabei hier? Habe ich genug Zeug dabei, um da hinzugehen? Natürlich nicht. Ich glaube, ich sollte mal erstmal wieder ein bisschen Stöcke sammeln. Um das Feuer zu entfachen. Man muss ja dafür ja Feuer haben, um hier weiterzukommen. Ich habe es schon mal getestet ein bisschen, wo ich das bin, im privaten Spiel. Ist also eigenermaßen in Ordnung mit den Einstellungen. Weitermache, sollte ich mich vielleicht darum kümmern, hier ein bisschen zu schlafen und zu spannen hier. So, weiter geht's.
Feuerchen machen hier. Und rein damit. Dieses Psychopharmika soll ich jetzt wieder machen. Um da irgendwas, eine Version zu kriegen. Bin ich mal gespannt, was das für ein ist. Aus hier. Wow. Ich habe heute mal ein bisschen damit Zeit verbracht, mein Computer ein bisschen aufzuholen und zu überprüfen. Er hat auch tatsächlich ein paar Fehler gefunden. Die wurden beseitigt. Und ich konnte dementsprechend auch den. Okay. Ja, Wakamawa. Halt doch der Mund. Ein bisschen beschleunigen und wahrscheinlich ein bisschen stabiler machen, weil das sollte man ehrlich gesagt nicht regelmäßig machen. Okay. Oh oh. Oh. Okay. Ich habe heute irgendwie ziemlich gute Laune, ganz ehrlich. Das freut mich. Schönes Wetter, angenehm, schöne Musik, schönes Spiel, schöner Chat. Okay. Ich bitte mal bitte um meine Rückmeldung. Ja, es ist this komplett hinter. My office? Ja, sieht so aus, ne? Ich glaube, ich werde das jetzt aber nicht lesen, oder? Iphonik, Honike oder auch Herzblattlilie ist eine Krauterpflanze mit kleinen, herabhängenden Blüten, weiß oder lila und herzförmigen grünen Blättern. Die sich durch helle Ränder auszeichnen. Zumindest sehen so die Phoniken aus, die von den Indios in Südamerika benutzt wurden. Doch es gibt zahllose Unterarten, die sich durch Größe, Farbe und lange oder runde Formen der Blätter unterscheiden. Diese schattentolerante, pflegeleichte Pflanze wird in vielen Läden der Welt Länder der Welt angebaut und meist zur Zierde verwendet. In Asien essen die Leute ihre neu gewachsenen Blätter und Sprossen. Ach, lecker Tee. Doch in den Regenwäldern von der Gifte der Schlangenfrösche ist die schöne Optik der Spezies eher zweitrangig. Viel wichtiger sind ihre medizinischen Eigenschaften, deren Grundlage chemische Verbindungen namens Saponine sind. Diese Saponine wirken gegen Entzündungen, Pilze und Viren. Allerdings ist die Phonike ihretwegen für Katzen und Hunde giftig. Für Menschen kann sie hingegen eine Rette in der Not sein. Vor allem, wenn man mitten im Dschungel lebt und keinen Zugang zu modernen Medizin hat. Eine Bandage aus Phonikenblätter eignet sich ausgerechnet zur Behandlung eines Ameisenbisses oder eines Bienenstiches. Die Stoffe der Pflanze können Reizungen und Ausschläge lindern. Und falls man von einer Schlange gebissen wurde, sollte man schnellstmöglich ein Gebräu aus gekochten Blättern und Sprossen zu sich nehmen. Dadurch werden die Auswirkungen des Giftes bekämpft. Natürlich kann man Phoniken auch essen, um einfach nur den Hunger zu stillen. Dank ihrer Vielseitigkeit ist die Phonike eine der beliebtesten Pflanzen und unter den Indios in den Wäldern der Amazonas leben. Alles klar. Sollen wir alles hier lesen? Naja, gut. Und
Entdecker der vielen Schätze der Amazonas das verdient vor allem die Pilze besondere Aufmerksamkeit. Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für Menschen und Tier gleichermaßen. Vorausgesetzt, man kann die giftigen von den essbaren unterscheiden. Naja, das ist ja hierzulande auch nicht anders. Also ich glaube, ich könnte das gar nicht in den Wald gehen und absolut Pilze sammeln. Dafür habe ich absolut wenig Erfahrung dafür. Gerne mit einem entsprechenden Buch oder Pilzkundler oder Kundlerin. Würde ich das schon mal gerne machen. Ne? Wald gehen, Pilze sammeln, waschen, die braten. Schmeckt bestimmt hervorragend, wenn die direkt aus dem Wald kommen. Schmeckt bestimmt auch anders und besser, als wenn man die im Geschäft immer kauft. Also, naja. Naja, gut. Das lesen wir jetzt nicht. Das sind hier so. Sachen. Für das Kapitel über den übernatürliche Arzneien. Fundorte Pilze in den Höhlen des Dschungels. Naja, okay, alles klar. Sonst irgendwas Interessantes? Anscheinend nicht. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Ne, wie gesagt, ich würde es gerne mal machen. Wer hat das von euch schon mal gemacht? Pilze im Wald gesammelt mit einem Buch oder Kundler, oder wer kennt sich dann sogar aus? Kann ich mir durchaus interessant vorstellen. The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't think about such things until it's too late. Eine Reise ins Herz des Dschungels. In seinem neuesten Buch entführt Dr. Jack Higgins seine Leser auf eine faszinierende Reise durch die Druckwelle Südamerikas, jenseits von technologischen Fortschritt, wo der in der Medizin und den Annehmlichkeiten der Zivilisation hat, der den verlorenen Stamm der Yakubaka gefunden, obwohl diese urtümliche Volk genauso lebt wie seine Vorfahren vor Hunderten von Jahren, sind die Stammesangehörigen gesundheitlich in Topform. Aber nicht nur das, ihr Immunsystem bekämpft verschiedene Krankheiten äußerst effektiv. Entdecken Sie erstaunliche indige Kulturen. Abgeschnitten von der Welt haben die Yabaruka ihre eigene einzigartige Kultur entwickelt, in der die arschen Lebensbedingungen im Dschungel nahtlos in eine tiefe Spiritualität übergehen. Sieh an, schau an. Ne? Und so weiter und so fort. Brief. Zahlungsaufforderung. Da Sie die Zahlung in Höhe von 70.000 US-Dollar für Ihr bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich Sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe Engel von 30 Tagen ab Erhalt dieser Aufforderung. Oh, wei, wei, wei. Falls Ihnen das genannten Zeitraum keine Zahlung volle Höhe eingeht, werden die Zinsen eben und in voll vor Gericht bringen, wofür Sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Naja, eine Mahnung hier. 70.000 ist eine Menge. Rechnung. Patient? Oh. Mia Higgin. Hauptversicherer Hepios Helsinki. Natürlich, dass sie sich ja nicht vorhanden. Rechnung für Krankenhausaufenthalt und Behandlung. Beschreibung Summe. Medikamente 12.000. Zimmer und Krankenwege 31.000. Medizinische und chirurgische Materialien 28.000. Labortests 11.000. Radiologie 15.000. Aufwachraum 2.000. Okay. Endoskopie 22.000. CT-Scan. MRT.
Belehrung, Beratung. Das ist natürlich fast das Günstigste. Operationssaal, Narkose, Blutbank, Krankenhauseinrichtungen, Physiotherapie, Strahlentherapie, Ergotherapie. Gesamtkosten 200.000. Wow. Okay, da scheint ja jemand was Ernstes zu haben, die Frau. Lieber Dr. Higgins, da ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe, war ich so frei, Ihnen einen weiteren zu schreiben. Wie ich im letzten Schreiben bereits erwähnt habe, ist Homolokorp an mehreren Thesen aus Ihrem Buch interessiert. Genauer gesagt, sie deuten an, dass die Indios über außergewöhnliche Effekte effektiver Arzneien verfügen, gehen dabei aber leider nie ins Detail. Falls Sie uns genauere Informationen liefern können, wäre Homolokorp gewillt, eine beträchtliche Summe für die in die Erforschung dieser Substanzen zu investieren. Aber also so, They only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. It wasn't any different this time. No one took an interest in them. Unless there was some money to be made. Doktor, ich habe Ihr Buch gelesen und muss Ihnen mitteilen, wie sehr es mich beschämt. Kein Wissenschaftler, der etwas auf sich hält, würde hier so etwas schreiben. Es gibt nur noch wenige Gemeinschaften auf der Welt, die sich fernab von den sogenannten Vorzügen der Technologie entwickeln und im Einklang mit der Natur leben, während Sie althergebrachten Traditionen folgen. Sie haben jedes Recht dazu, Ihre Lebensweisen ungestört zu verfolgen. Ihretwegen haben die Yamahuka diese Möglichkeit nun verloren. Jetzt würde es Wissenschaftler, Journalisten und Unternehmen in Scharen zu ihnen ziehen, die es alle nur auf Profit abgesehen haben. Ihre Kultur wird besudelt werden und wir können nicht einmal erahnen, wie sehr ihre natürliche Entwicklung und ihre Lebensweise beeinträchtigt werden. Für mich ist es offensichtlich, dass Sie keinen Respekt vor Ihren bemerkenswerten Kultur haben. Sie nutzen die Yabaruka auch nur aus, um selbst Ruhm und Reichtum zu erlangen. Noch schlimmer ist allerdings, dass Sie alle dazu ermutigen, Ihrem Beispiel zu folgen. Der Stamm wird allmählich zu einer Zwischenform aus einem natürlichen Kuriosum und der neuen Modeerscheinung der Populärmedizin. Das ist widerlich und Sie sollten sich das, was Sie diesen Menschen angetan haben, und Sie schämen. Nun stattfindende Expeditionen und Störungen werden den Stamm mehr als schaden als nutzen. Ich warne Sie, lassen Sie den Yuba-Huka-Stamm in Ruhe, sonst drohen Ihnen gravierende Konsequenzen. Oh je, oh je, oh je. Naja. Ja, weiter hier. Oh, ein bisschen Freude, meinen längeren Stream zu machen. Die letzten 10 waren ein bisschen kurz. Naja. You think I'm selfish just like everyone else, don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. What happened? Why are you here? I know what drove us, but it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Ein mittelmäßiges Buch für Liebhaber, folgend einer der größten Herausforderungen der Medizin. Wie können wir sicherstellen, dass alternde Gesellschaften gesund bleiben? Unser Leben wird länger. Kann ich gar nicht so gute Kritik hier, ne? Ich lasse es aber erstmal lesen. Oh, die scheint ja traurig zu sein.
Abteilung für Onkologie, medizinische Vorgeschichte, Patient Mia Higgins, Diagnose, bösartiger Tumor im linken Lungenflügel, oh. Metastasenbildende Veränderungen im rechten Lungenflügel, metastasenbildende Veränderungen in den Lymphknoten nahe der Luftröhrengabelung. Zugrunde liegende Erkrankungen und Komplikationen. Anhaltender Husten und Hämorrhoiden. Oh, ich bin zu tot krank. Behandlung, einige medizinische Behandlungen in Angreifung. CT-Scan der Brust zeigt eine polyzytische tumoröse Infiltration in den Abschnitten 7, 9 und 10. Das linke Blutbild ist mit der Größe von 60 mal 65 mal 48 mm. So ziemlich groß. Und einen Knoten mit einem Durchmesser von 8 mm in Abschnitt 6 und 7 des rechten Lungenflügels. Lymphknoten an der Lymphröhre sind auf 14 mm vergrößert. Duftröhrende Hauptbronchien sind unauffällig. Krebsdiagnose wurde auf Basis der Untersuchung bei der Biopsie des Lungentumors entnommenen Geweges erstellt. Oh je. Todkrank. Mia, I didn't know. Oh. Da sind wir ja wieder. Warum hast du mir nicht gesagt? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du krank bist? Yeah, I drank another dose of ayahuasca and... But why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Did Abawaka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake, just keep going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it. But I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Okay, ihr habt es also verheimlicht. Sorgen wir erstmal hier für Feuer und Nahrung. Dass man das hier ein bisschen gemütlich hier hat. Thank you.
Wasserversorgung habe ich. Das ist schon mal ganz gut. Dass man da auch dementsprechend hier sich ein bisschen umgucken kann. Wie viele Steine brauche ich davon? 4. Man weiß ja nie, was passiert. Schützen wir mal das hier vor Regen. Sonst geht das Feuer mich ständig aus und da habe ich Zeit, das doch wieder zu machen. Seile suchen. Ja, ne, ich komme. Wo ist Tarzan? Ich nehme die Busverbindung weg. Ja, bin ich mal so frei, nehme dem Tarzan meine Busverbindung weg. Kann er nicht schaden, ja, wenn man zu Fuß laufen muss. Oh, ich hatte ständig durch den Urwald zu schlängeln hier. Zu schwingen hier. Ist auch schließlich kein Freischwinger der Tarzan. Weiter. Was sonst noch hier so haben? Für die nächste Expedition, die ich hier vorhabe, vorbereiten. Und ich glaube, das muss man hier wirklich machen. Dann ist man aufgeschmissen ohne gute Vorbereitung bei mir. Ha!
soll nämlich hier den Bereich hier erkundigen. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Dementsprechend gucke ich mir das überall an. So. Ich fühle mich echt wie Tarzan hier. Wo ist ich denn den Fußweg und nicht so. Oh. Wie kommst du denn hier hin? Du blöd. Na komm. Es ist nur einer oder sind das zwei? Wie kommst du hier hoch? Ich hab doch eigentlich die Tür zugemacht. Ach, halt deine Klappe, du blöd. Oh, hab ich dich getroffen? Oh, wie schade. Ich hab dich leider nur hintern getroffen. Treffer! Okay, das war jetzt ein Glücksschuss hier. Schon wieder alle der Tee. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich brauche so einen Tank mit Tee mit Strohhalm. Aber nicht nur so ein 2-Liter-Tank, der auf den Kopf kommt, wie ein Stammesspeer. Aha. Nicht schlecht. Was können wir davon aussondern? Vierzackspeer. Ich glaube, der Stammesspeer ist aber besser. Nehmen wir den doch. Interessant. Eigentlich habe ich die Tür zugemacht. Ich habe das hier so in Etappen gemacht. Ich bin erst in Etappen hier hinten rumge... Wow! Scheiße, Mann! Habe ich keine Tabakpflanze oder so ähnliches? Verdammte scheiß Schlange. Kommt schon.
gut. Asche verbrannt. Gucken wir mal, was wir gut anfangen können. Nee, geht nicht. Schade. Ich glaube, ich muss die Vergiftung ausklingen lassen. Hoffen, dass ich nicht einfach verrecke hier. Mann! Zu blöd, hier den Weg zu finden. Ja, komm. Raus da. Aus der blöden Uhrzeitsuppe hier. Hallo, ich will hier raus. Dankeschön, dass es geht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich brauche Tabak oder so was ähnliches gesund. Ach, halt doch deinen Mund. Ich bin durstig. Ich bin hungrig. Mama, ich habe in die Hose gekotzt. Pass mal auf, was er gleich wieder sagt. Ich bin hungrig. Ich brauche ein Schnapperlätzchen. Sonst werde ich nicht glücklich. Ich glaube, wenn man so wehleidig ist wie dieser Typ hier, dann ist man im Dschungel hier direkt verloren. Ach, jetzt willst du schlafen. Mal was Neues. Na gut, dann geh in deine Kuschelhöhle. Wehe, es ist hier irgendwie irgendwo wieder so ein Typ. Und schlafen. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Naja, die Vergiftung habe ich ja anscheinend so weggekriegt. Lass mich raten, ich habe hier wieder irgendwelche irgendwelche Mitbewohner hier. Ich bin ja kein Dschungeltaxi hier. Gut. Was haben wir denn hier? Pfeil. Nehmen wir den Pfeil noch mit. Lagerfeuerasche. Können wir die brauchen? Bin ich jetzt gar nicht so. Bin ich jetzt gar nicht so sicher. Blatt. Warte, ich hab doch genau den Anti-Wurmpilz. Und schon bin ich wieder gesund. So, da oben wollten wir doch das Feuer weitermachen, ne? Ja. So. Wie weit seid ihr eigentlich in diesem Spiel gekommen? Habt ihr bis jetzt schon gespielt und wie findet ihr es? Würde mich echt mal interessieren. Hin. Wo bin ich überhaupt? 41 W, 26 S. Ja, ihr seht es jetzt nicht, wenn ich mit meinem Finger auf dem Bildschirm drauf tippe, aber egal. Ich muss also weiter nach
Osten. Die Richtung stimmt also schon mal. Okay, dann gucken wir uns mal hier erstmal um. Gucken, was wir hier finden. Könnte nützlich sein, diese Narkotikumpflanze hier. Gehen wir mal hier. Ich war gespannt, wo es hier hingeht. Ja, wie gesagt, ich würde es echt gerne mal machen, hier im Wald Pilze sammeln. Aber ich würde es auch nie gemacht. Nie dazu gekommen, irgendwie das mal zu machen. Aha, da kommen wir zum Lager zurück. Was ist das? Thirsty. Ich hab Durst. Gut, dann geh was trinken, bevor du verreckst. Weichei. Mit. Kokosnussschale, Wasser sauber, nehmen wir auch mal direkt trinken. Ich würde mich mal interessieren, ob ich hier irgendwie mal große Steine finde, weil wir sind ja hier in dem Dschungel, obwohl da Steine drumherum sind, ja eigentlich ziemlich Mangelware. Hat man im Baumarkt aber besser aus so als hier. Ja, ich war heute mal wieder im Baumarkt. Wir wollen nämlich hier in unserer Wohnung ein bisschen renovieren und schöner machen. Da haben wir uns ein bisschen nach Laminat umgeguckt. Und auch nach anderen Bodenbelägen, die in Frage kommen würden. Aber da ist der Paketpreis uns aber ehrlich gesagt zu teuer. Was ich ganz toll finde, ist dieses Kork-Zeug in Laminatoptik und so weiter. Das finde ich richtig cool. Ein Freund von mir hat das sich reinmachen lassen und das sieht richtig klasse aus. Okay. Da geht es anscheinend weiter. Nur, über 60 Euro für ein Paket. Das ist mir noch ein bisschen zu teuer, ganz ehrlich. Auch wenn es schön ist und auch wahrscheinlich ziemlich umweltfreundlich ist, weil es ja nur die oberste Schicht, die bedruckte Seite ist. Der Rest ist alles Kork. Ein nachwachsender Rohstoff, schnell nachwachsend. Übertreiben die es doch wirklich ein bisschen mit den Preisen. Na, es wird ja hier auf jeden Fall Farbe an die Wand geschmissen. Und Boden wird geändert im Flur, Ess- und Eingangsbereich, das ein bisschen freundlicher aussieht. Und vor allen Dingen auch heller. Ich weiß auch nicht, warum hier die Vorgänger in unserer Mietwohnung hier alles größtenteils dunkel gestaltet haben. So wirklich 70er Jahre Stil. Das habe ich, glaube ich, erstmal die Tapeten weiß übergestrichen, dick weiß übergestrichen, weil es sonst nicht möglich war, die Tapete zu verdecken. Ja. Naja, und jetzt bin ich hier im Dschungelstil unterwegs, ne? Dschungelcamp, Dschungelcamp.
noch weiter runter zu gehen. Hiervon bin ich gekommen. Ich bin doch schon ziemlich sicherer, dass ich hier Dingsbums habe. Ich sehe es schon wieder da. Seht ihr es da auf meinem linken Arm? Verfluchte Biester hier. Ja. Fuck. Komm hoch da, du Idiot. Blätter da. Mann. Nicht da. Scheiße, Mensch. Hallo Makala. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt bin. 37W. Ja, ich bin hier noch im unbekannten Bereich hier. Oi, 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 oi. Scheiß Krokodil. Gerade noch einmal so gut gegangen. Reingehen sollte. Was ist das? Was war das? Gift. Oh. Toll. Super. Tolle Klasse hier. wei. Selbst wenn ihr mich irgendwo festbinden würdet im Dschungel, könntet ihr mich mit mir finden. The rest. Schreibe meine Position mal lieber auf hier.
nicht, dass ich mich vergesse. Da mache ich mir ganz nett nur meine Axt kaputt. Ist nicht gut. Ich sollte mich erstmal darum kümmern hier, dass ich hier die Feuerstelle zusammenkriege. Und das ohne runterfallen hier rüber. Geht doch. Na, wie gesagt, wir wollen jetzt anfangen. Nächsten Monat oder so mal hier mit Renovieren anfangen. Es wird wirklich Zeit, dass das hier mal schöner gemacht wird. Und da ich ja Handwerker bin, kann ich das hier größtenteils auch alleine machen. Gas geben hier. Zwei große Steine noch. Wird sich wohl zu finden lassen hier.
schöne Musik, muss ich echt sagen. Kleine chillige Musik hier. Gut, dann wollen wir eben schnell zum Lager zurück und was trinken. Kidding me. Ich glaube, ich habe da noch ein Obsidian unten gehabt im anderen Lager. Muss ich mal eben gucken gehen. Erstmal was trinken, ne? Haben wir uns ja nicht vergessen. Ich habe wirklich mal hier einen Bambus. Ich glaube, das hat eine sinnvoll. Ist ja genügend Bambus hier. Irgendjemand da? Nein, gut. Mal schon sagen hier. Nochmal so eine Kacke wie eben, da habe ich keinen Bock drauf. Reicht doch, ich habe da noch ein Obsidian. Der ich mach dich platt. Thank you.
kann ich aber Steine mitnehmen, ja, ne? Thirsty. Langer Bambusstab, Bambusblasrohr. Interessant. Hallo Malaya. Da direkt mal eins machen hier. Hätte es auch anders sein können, dass ich so wenig Seile habe. Auch hingekriegt. Jeden Fortschritt speichern. Das wäre lieber. Was kommt.
gut. Seile holen. Jetzt zurück zum anderen Camp. Also geht es da. Weiter. Steine muss ich finden, aber es gibt ja keine. Und meine liebenswürdigen Würmchen mit wegnehmen da. Thank you.
Prototyp. Wie gibt's das? Und schon ist das Feuerchen fertig. Brauchte ich gar nicht mal runtergehen, aber ich werde unten trotzdem dennoch runtergehen, weil ich möchte unten mit den Topf holen. Jetzt muss ich noch echt mal ausprobieren. Ja, natürlich nicht. Ja, zu schön. Ich werde mal ganz schön auf Toilette gehen. Gleich wieder da.
Wundervoll. Mehrspielerpartie. Ein Horst. Name. Wolkenrache. So, wir haben Zuwachs im Discord bekommen. Ach, eben geht's auch. Ging's Mikro nicht, oder wie? Ah, alles klar. So, der Server-Tag ist YOLO. Die Beschreibung ist Tinky Winky. Steckt sein Dipsy in Lalas Po? Ja. Hallo, Lo. Das ist ja lieb. Bist du gerade selber? Ah, ja, ich bin gerade erst aufgestanden. Von daher ein bisschen spät heute dran. Wie sagtest du, ist die Server-ID? Die Server-ID ist, glaube ich, also Server-Tag ist YOLO. Ich probier's mal mit YOLO. Groß alles, ne? Ja, ich hab's ganz groß geschrieben, genau. Passwort? 123. Er sucht. Ja, mal Multiplayer versuchen. Mal so im Multiplayer ein bisschen im Spiel rumstochern. Danke, ja, Dön. Dir auch. Alles klar. Danke dir, mein Großer. Mach das. Was? Wollte gerade fragen, was spielst du denn, Digga? Den hell? Ah, okay. Dann viel Glück. So, pass auf. So, warte mal, Byte. Tüdelü.
ganz vergessen, das Mikrofon anzumachen. Entschuldigung. Scheiße, ähnlich. Ich rede hier was und ihr versteht nichts. Naja. Ah. Na, reicht das? Hatte ich noch gereicht. Hier nicht gekocht. Ja, stimmt, ich wollte hier noch was machen, bevor ich hier weitergehe, ne? Ganz richtig. Da. Natürlich will ich mal schreiben und warten, mal ich will auch schlafen. Ja, ja, so ist das eben, ne? Wie sieht das aus?
44 Wasser, das muss erstmal reichen. Dann gehen wir mal weiter erkunden. Ach, was ist denn jetzt? Habe ich mich jetzt selbst verletzt durch das Feuerlaufen oder was ist los? Dumm. Hier lang gehen. Sei es drum. Da ging es nicht weiter, ne? Ja. Alles klar. Da muss ich aber da lang. Lang muss hier. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich erstmal hier auf Tageslicht gewartet hätte. Ne? Sehe ich ja nichts. Unliebsamen Begleiter hier immer. Scheint was Interessantes zu sein.
oder? Gehen wir mal da hin. Vielleicht lässt sich hier was finden. Tatsächlich, da ist was. I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. World full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. Der Angel. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Sag mal auf. Sag mal, aufschreiben Position. Ich heiße Ismael. Ich bin Krankenschwester. Ich war dabei, als aus meinem Krankenhaus ein Hospiz wurde, in dem Patienten nutzlose Transfusionen gelegt werden und alle auf ein Wunder hoffen. Niemand versucht wirklich zu helfen. Weder die Ärzte noch die großen Unternehmen oder die Regierung. Deshalb habe ich mich entschlossen, etwas zu tun. Gemeinsam mit ein paar Freunden habe ich mich in dem Dschungel aufgemacht, um den Stamm zu finden, der als all das in Rollen gebracht hat. Wenn die Indios die Krankheit auslösen können, können sie bestimmt auch behandeln. Aha. Higgins sagt, sie sind nicht aggressiv, also will ich sie höflich um Hilfe bitten. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht ganz alleine die perfekte Medizin herstellen kann. Ich bin ja nicht blöd. Und trotzdem glaube ich, dass die Informationen, die ich sammle, irgendwem nutzen können. Ich teile mein Ergebnis mit dem einen fairen Deal anbieten. Hm? So ein bisschen hier, ne? Ja. Lieber alles aufschreiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Janu ist tot. Na gut. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Got it. Survival of the fittest. Oh, das ist gut. Ich habe hier schon Sachen. Aber erstmal schlafe ich hier eine Runde. Oh, was jetzt denn? Wieso Infektion? Glaube ich denn hier oder was?
deswegen. Verstehe. Habe ich irgendwo nur trockenes Zeug hier? Kann ich mal einen Aushangslager machen? With them. I... You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. Ooh. Boah, ist das eine Riesenschlange. Found a roughly drawn map, Mia, and there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's got to be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. I knew I wasn't just seeing things. Naja, also nach Osten. Gut. So, also dahin. Genug Nahrung habe ich, dass ich hier weiter erkundigen kann. Immer noch nichts drauf.
ich mal hier einen Weg lang und mal sehen, wo es hingeht. Irgendwo muss es ja hingehen, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Zweifache Kletterstelle, ich glaube, die mag ich mal lieber. Und schön weiter nach Osten. Ich könnte sein, dass ich auf einem guten Weg bin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich ja richtig bin, aber ich will mal einmal mal gucken. Sonst muss ich hier Richtung Westen weitergehen. Wieder zurückgehen. Weiterzugehen hier. Gehen wir mal runter. Uns darum. Verdammte Ameisen. Hm.
scheint mir zurück hier. Naja, dann so rum. Muss doch hier irgendwo lang gehen, ne? Da war wieder so eine scheiß Schlange oder Spinne. Blöden Biester hier. Das geht automatisch weg. Brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Steiler. Oh, da ist noch was. Was ist das? Ausrüstung. Okay. Ich wollte erstmal in der Kletterausrüstung suchen. Okay, jetzt muss ich fragen, wo die ist. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht am Hubplatz finden, aber den muss ich erstmal finden. Folge ich einfach mal dem Weg, kann ja nicht schaden. Irgendwohin wird mich schon führen. Mia, you won't believe this. I just found an airstrip. Oh, fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Die sind aber gar nicht so verkehrt hier. Dass ich da hingegangen bin, Weg folgend. Scheint ja wichtig zu sein. Ich gehe erst da hinten gucken. Schade, da ist nichts Interessantes gewesen.
glaube, ich sollte mir mal gucken, dass ich hier mich speichern kann oder so. Wo soll ich jetzt hier einen Schlüssel finden? Drogen. Flugplatz hier oder was? Gleich, keine Sorge. Ich will mir erstmal hier angucken, was hier alles noch ist. Erstmal hier speichern. Ich bin ja ziemlich weit gekommen, also heute. Ich bin ja richtig. Spannend hier. Also theoretisch muss hier noch ein Schlüssel rumfliegen, ne? Die Frage ist, wo? Versuchen wir es mal hier Hilfe zu holen. Mal gucken, ob es funktioniert. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. I need help! Anyone! Come in, please! Fucking hell! Copy, this is Manaus Control Tower, over. You can hear me! You can really hear me? I need help! Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be alright. Please give us your name and position, over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy it. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Ich bin allein. I'm alone. Hören Sie mich? Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long shall I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Hey, you asked if I was alone. What did you mean? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. 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 What the fuck was that?
Mia, help is on the way. I missed last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. Okay. Bisschen merkwürdig, ne? Mia, where are you? Please, don't try to find me. You're safe. And that's all that matters. I completed my task. Now your job is to go home. No. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Finde einen Weg zur Grotte. Ich finde mir an der Leine warten, auf Hilfe warten. Mia, come in, please. Mia, come in, please. Don't leave me. Please come in. Mia, are you there? I will keep looking for you anyway. Help is on the way. Come in. Please, Mia. Na komm, was soll denn diese ganze, Mia, come in, please. Help is on the way. Come in. Mia, I have to tell you something. Please, come in. Hm. Aber was schlafen hier? Schlüssel, ne? Also machen wir mal den Schlüssel auf. Ich bin der Schlüsselmeister. Kletterausrüstung, bitteschön. What is all this? Und eine Karte. Yes. Aha. Da bin ich also. Wo bin ich? 29W22S. Ja, beim Flugplatz an den Ding da bin ich. Sitzplatz, Passagier, alles klar. Warte, Moment mal.
Higgins. Da bin ich ja drin. Warum bin ich denn da? An Philips, es betreffen Proben. Wählen Sie an Ihre Pflicht, sämtliche amerikanische Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der schon ganz extinierten Spezies auf ihren Nutzen geprüft. Wir erwarten mehr Pakete. Ihr Prozedere bleibt unverändert. Sammeln Sie Proben jedes Exemplars. Das erste wird vor Ort untersucht. Das zweite wird gut gesichert, verpackt und klar beschriftet per Flugzeug versteckt. Sämtliche Daten müssen im Katalog festgehalten werden. Schlampereien werden nicht toleriert. Okay. Alvarez, Report Number 8. I've spotted a fire northwest from the Delta Camp. So far I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm guessing these are refugees from the city. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. For now, the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island and are likely to stay there. I don't think they have any useful information, so there's no need for contact, but I'll keep an eye on them. End of report. Okay. God, I'm thirsty. Anyway. Please, Mia, I need you. Okay. Schauen wir doch hier alles erledigt zu haben. Blinde Passagiere wieder haben. Jawohl. Thirsty. Sie irgendwas zu trinken haben hier. Wäre hier sinnvoll. Wassersammler bauen.
soll ich eigentlich mit der blöden Angel machen? Ja, ich weiß, angeln. Blöde Frage, ich weiß. Dabei. Ich weiß es gar nicht genau. Friedrich von Karlstein, ne? So. Aber ich tue mir ja lieber auf ihren Feuerchen machen. Falle. Aha. Oh, ich bin dreckig. Jetzt muss ich mich irgendwo waschen. Nicht gut. God, I'm thirsty. Ja, ist gut.
stören und so ehrlich, aber naja, was soll's. Sind hier auch ziemlich sinnvoll und nützlich, ne? Aber man nicht vergessen. Wo ist denn hier Wasser? Ich höre doch was. Waschen hier, sonst bin ich wieder krank hier. Klettestellen, ne? Ja. Ja, da unten ist, glaube ich, Wasser. Wenn man mal Wasser braucht, ist kein Star. Es doch nicht. Dammit! Vielleicht kann ich mich da unten waschen, wo ich gewesen bin. Geht es nämlich, glaube ich, lang zur Kletterstelle. Ja.
Und bin ich mal gespannt, wo ich hier hinkomme. Hin muss, das ist ja die Frage. Merkwürdig, hier geht's ja gar nicht weiter. Aber ich bin gleich wieder, bin kurz auf Toilette. So, da bin ich wieder. Weiterkommen, wo soll es da lang gehen?
Schieß los. Weitergeht. Aber geht's doch nicht weiter.
Er muss sich ausruhen. Gelandet. Dass ich jetzt schon mal schlafe. Also gerade irgendwas, was nicht funktioniert mit dem Durchkommen da. Da unten ist noch ein Punkt. Ich muss also in Richtung Westen muss ich weitergehen. Aber jetzt noch nichts. Ich muss hier den Wasserfall da runter. Scheiß Schlangen. Wird immer interessanter als Spieler, ganz ehrlich.
schön, dass es so lange wieder hell wird. Das ist gut. Naja. Warum waren noch mal neue Scheißviecher? Geht mir so ein scheiß Blatt wieder her. Ja, ich weiß. Wo ist man so eine blöde Pflanze braucht und findet man so nicht. Thank you.
gleich tot hier. Also. Scheiße, Mann. Mann. Ich muss mich erst noch ein bisschen vorbereiten hier. Thirsty.
Ich muss mich hier erstmal ein bisschen besser vorbereiten, bevor ich da unten irgendwo hingehe. Mann, das geht's nicht. Vor allen Dingen, dass es hier unten kein Wasser gibt, das verstehe ich nicht. Jetzt wieder zur Kletterstelle. Ich muss aber zu trinken haben, Mensch. Ach ja, die Sucherei macht Spaß, das muss ich echt so sagen. Die ist richtig cool, diese Rumlauferei und na, ja, ich weiß, da stimmt der Titel ja hier, verlassene Botanikabteilung oder vergessen oder verlaufen, ja, verloren, ja, eben. Ich fühle mich gerade verloren. Na komm, hoch da. Gibt's es doch nicht. Ist es nicht möglich, dass er da den blöden Ast rüberkommt oder was? Ach ja. So, gucken wir mal. Schön, dass wir einen Flugplatz gefunden haben, aber bringt uns das gar nichts. Ich muss mich waschen und ich brauche was zu trinken. Wo findet man das hier? Ach, halt doch deinen Mund. Ah ja.
Na, ich weiß, ich hab's gesehen, da war ein Krokodil. Kann ich das überhaupt nicht gebrauchen. Disgusting. Ugh. Wo komme ich wieder hin? Wo bin ich denn gerade hergekommen? Und hier war es nicht da, wo das scheiß Krokodil herkommt. Noch 25S. Scheint aber der richtige Weg zu sein hier. Ich muss mich noch hier vorbereiten, bevor ich da irgendwie was mache.
ist die richtige Pflanze. Ob das reichen könnte, würde. Wahrscheinlich nicht. Oder eben. Hey, da waren wir ein Vieh. Larvensuppe machen. Lecker, lecker, lecker. Thank you.
Naja. Hier gebracht jetzt nämlich gar nichts. Sammeln hier. Naja, so langsam komme ich ja zurecht hier. Ich glaube, wenn man das einmal kapiert hat, wie das funktioniert, dann kann man das ruhig so machen. Ja, ich weiß nicht, was ich erzählt habe, weil ich denke, ich wirklich nichts. So berichten. Viel zu viel Zeug hier bei mir.
mehr. Speichern. Und dann ein bisschen aussortieren. Thank you.
Muss ich mich doch tatsächlich da hinten hinbegeben, um mich zu waschen hier oder was? Ausbauen da oben. Ich bin ja weitergekommen, als ich gedacht habe, was mich auch sehr freut. Essen.
bitch! Kochen noch und dann ist noch Feierabend. Morgen kommt meine Tochter wieder, das heißt, morgen werde ich nicht streamen. Vielleicht wieder am Montag. Ich denke mal ja. Da bin ich aber wieder ein bisschen leiser, weil sie denn hier da ist. Und ich nehme zwar schon eigentlich gut Rücksicht auf sie. Die war jetzt eine ganze Woche fast bei ihrer Mutter. Bin mal gespannt, wie sie sich ob sie da Spaß hatte.
habe ich das mich auch fertig. Speichern. Meine lieben Leute, wir sind ein ziemlich großes Stück weiter gekommen. Das ist sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig. Wir wissen jetzt in etwa, wo es lang geht. Anders geht es dann beim nächsten Mal weiter. Am Kirchhofer Montag schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei seid, wenn ihr ein bisschen zuschauen würdet. Es war wirklich mal wieder Zeit wieder zum Streamen. Jo, und mit dem schönen Feuerchen werde ich jetzt hier den Stream beenden. Euch eine gute Nacht. Guckt euch noch gerne um. Ihr werdet sicherlich was finden. Jo, und dann. Bis die Tage. Tschüss.